So, da sind wir schon wieder. Neuer Tag, neue Aufgabe und ich bin natürlich auch da. So, wir sollen Truhen durchsuchen bei Loot Lake oder Happy Hamlet. Die einfachste Variante wäre eigentlich Gruppenkeiler, aber ich behaupte mal, es ist nicht die schnellste Variante, weil es kommt noch darauf an, wie man fliegt etc. Deshalb probieren wir das Ganze jetzt einfach mal solo. So, dann natürlich Dank an jetzt 450 Abonnenten. Ihr seht hier unten ist schon die fünfte Zahl da. Und ich würde sagen, es geht langsam immer schneller. Natürlich ist das alles euer Verdienst, aber ich versuche euch natürlich zu helfen mit den Aufgaben. Also wenn du noch kein Abonnent bist, gerne jetzt dein Abo raushauen, wenn du mich schon öfters gesehen hast oder ich dich schon alleine jetzt hier mit dem Video helfen konnte. Ich versuche halt immer die schnellste mögliche Lösung zu finden für euch. Und natürlich so schnell wie möglich alles hochzuladen, damit ihr natürlich auch die Lösung habt und nicht lange warten müsst. So, dann die Kurzfassung unten ist halt, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Bei 460 Abonnenten kommt also die nächste Zahl hinzu. Also, ihr wisst ja, gerade hier, weil der Ladebildschirm da ist, Ladebildschirmzeit ist ja wie immer Likezeit, Kommentierzeit. Wenn du eben noch kein Abonnent bist, dann hau jetzt dein kostenloses Abo raus. Wie gesagt, du wirst es nicht bereuen. Glaub's mir einfach. So, dann gehen wir mal rein in die Aufgabe. Kurzfassung, wir müssen entweder hier hin oder hier hin. Da wir ja jetzt Solo spielen, vermute ich mal, dass zu Loot Lake jetzt erstmal alles runtergeht, weil du da halt auch am schnellsten wieder abhauen kannst. Und 7 Truhen heißt also, wir müssen nicht in einer Runde alle 7 Truhen öffnen, sondern in mehreren. Aber Happy Hamlet bietet sich natürlich noch mehr an. Aber wir werden jetzt sehen, wie viele rüberfliegen. Kann auch sein, dass wir direkt ein, zwei Runden machen. Kommt darauf an, wie lange wir am Leben bleiben. Aber wenn da nicht viel hinkommt, könnten wir sogar die 7 Truhen in einer Runde schaffen. Aber wir müssen halt erstmal gucken, wie viele mit uns runterkommen. Weil logischerweise die Aufgabe kam jetzt gerade online. Und die meisten denken sich natürlich, ja, ich höre es schon. Die meisten denken sich natürlich jetzt, ach komm, fliegen wir schnell darüber. Haben wir die scheiße Aufgabe hinter uns? Ich meine, deshalb guckt ihr ja auch das Video. Ja, man sieht schon, unten sind zwei, da ist einer. Also hier wird definitiv die Hölle los sein. So, der da oben ist relativ hoch. Er lässt mich aber schon mal in Ruhe. Ich hoffe schon, dass hier auch direkt eine Truhe ist. Aber bei meinem Glück ist natürlich nichts hier. Damit sind wir schon mal direkt im nächsten Haus. Ah, es wird nicht einfach werden. Vor allem das Problem ist, ich bin hier auch nie gelandet. Ich kann euch noch nicht mal sagen, wo die Truhen sind im Prinzip. Erstmal Headset lauter stellen, ey. Was ich schon mal nicht verstehe. Irgendwie bin ich hier in einem Bereich, wo irgendwie gar keine Truhe ist. Sieht nämlich ehrlich gesagt bescheiden hier aus. Jo, einmal komplett rauskatapultiert. Schon mal eine Truhe, nur damit ihr es seht, falls ich den Kampf gleich verliere, weil er wird mir safe hinterher rennen. Dachte ich jedenfalls. Und das ist halt einer, der wirklich auch einfach nur die Aufgabe machen will und seine Ruhe haben will.
So, wie gesagt, eine von sieben haben wir jetzt schon. Ah, hier haben wir schon die zweite. Wie gesagt, wenn ihr hier ein, zwei, drei Mal gelandet seid, war es halt eigentlich. Ah, hier ist schon die nächste. Ich weiß nicht, ob sie oben ist. Ist definitiv oben. So, haben wir schon die nächste. Ich höre aber noch eine. Weil Truhen sind ja eigentlich relativ viele. Nur ihr werdet natürlich das Problem haben, dass ihr ziemlich viel Konkurrenz um euch rum habt. Wie immer, direkt nachladen, nö, keine Lust. Aber wie gesagt, ihr müsst halt entweder Loot Lake oder Happy Hamlet. Aber das ist auch jetzt nicht so schlimm gewesen, weil ich wollte euch einfach nur zeigen, wie es funktioniert. Einfach entweder Happy Hamlet, was ich persönlich empfehle, weil die meisten werden doch Loot Lake runtergehen, weil da einfach das Rift ist. Und da können die meisten auch schnell wieder weitergehen, egal wo die Zone hinfällt. Ich hoffe, ich konnte euch damit helfen. Wie gesagt, gerne ein Abo da lassen. Hilft euch. Ihr habt die Chance, den Code zu knacken. Hilft mir. Ihr bekommt dauernd die Aufgaben von mir. In dem Sinne würde ich sagen, haut rein.